Bei der Künstlerin Ute Donner ist Nomen Omen. Sie macht nämlich in Regenschirme. Ja, am Wochenende, da baut sie ihre Kunstwerke ganz in der Nähe vom Roten Rathaus auf. Und das Gute ist, jeder kann mitmachen, sie auch, bei ihrem Rettungsschirmprojekt. Naja, vorausgesetzt, das Wetter stimmt. Unser Kick an der Woche. Kick an. 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 Wenn dunkle Wolken den Himmel dominieren und Blitze ihn erhellen, sind auch die Regentropfen nicht mehr weit. Wohl dem, der einen Schirm hat. Für solch ein Wetter ist er gemacht. Aber auch wenn es nicht vom Himmel herunterschüttet, sind auf dem Berliner Alexanderplatz hunderte Regenschirme aufgehängt und aufgespannt. Die Umbrella Peace Art ist eine Kunstaktion. Aus Regenschirmen werden Menschenrettungsschirme. Die Berliner Künstlerin Ute Donner hat sie bemalt, um den Bankenrettungsschirmen etwas entgegenzusetzen. Wenn ich mit Ungerechtigkeit nicht klarkomme, wenn ich es nicht mehr aushalte, dann gehe ich auf die Straße und mache Kunst. Das ist meine Art zu protestieren. Jeder kann mitmachen und mit seinem Schirm die Welt retten. Diese Girlanden, das waren alles Schirme, die hier standen. Die gehen durch den Wind, durch die Witterung, gehen die kaputt. Ne? Und dann machen wir Girlanden da draus. Ja. Oder Röcke. Ja. Ja, das ist also praktisch neue Erfindung. Das ist der Rockupy. Ne? Die meisten Schirme kauft sie selber. Manchmal bekommt sie aber auch welche geschenkt für ihre Umbrella Peace Art Aktion. Der hier ist von Tatortkommissar Axel Prahl. Er hat ihn noch nicht gesehen. Vielleicht sieht er ihn ja jetzt irgendwann. Immer am Wochenende arbeitet Ute Donner auf dem Alex ganz normale Regenschirme in politisch korrekte Rettungsschirme um.